Jazzband im Lorzenkeller. Ganz herzlich willkommen in speziellen Zeiten wie denen, wenn wir uns bei unseren fleissigen Zuhörerinnen und Zuhörern, die gerne unseren Auftritt verweilen, mit einem Mini-Konzert für die langjährige Treue bedanken. Wir treten natürlich wie alle anderen Musiker sehr gerne auf, anstatt zu proben. Und so sind auch die meisten von unseren geplanten Auftritten halt der Corona zum Opfer gefallen. Und ja, genau. Und langsam zeigen sich Entzugserscheinungen, gell, Lotti? Nicht mehr wie früher. Also, geben wir euch in dieser Form einen kurzen Einblick in unsere Proberei. Und wir fangen gleich an mit der bekannten Nummer Original Dixieland One Step von der Original Dixieland Jazz Band. Thank you.
maar het een ras band voorstellen. We hebben de klarinetten in onze Rudi Siedler. Yay! Trompeten, Otmar Werde. Bazoenen, Andreas Hess. Yeah. Erik Hoekter op de Oorzax. Benjo en Gitarre, Hildegard Forre. Yeah. En dan Schlagzeuger Hans Landwing. Aan de Tuba, Beat Ritzmann. Zo, en jetzt geht's schon weiter mit einem wunderschönen Stück. Und das heisst Stars Fell on Alabama. Und das spielt niemand anders als unser Resi Hess. Viel Spaß mit Stars Fell on Alabama. Gut. Gut. Wenn du gut vor, gut. Schnell vorbei, weil es eben ein Mini-Konzert ist. Und darum kommen wir schon zum letzten Stück. Ja. Und das heisst Isle of Orleans. Übrigens von einem Zeitgenoss komponiert worden, also erst in dem Jahrtausend und nicht wie auf ein anderes Stück früher. Also, viel Spass mit der Isle of Orleans. Wenn Ihnen das gefallen hat, das Mini-Konzert, dann erzählen Sie das weiter. Wenn nicht, behalten Sie es bitte für sich. Und vielleicht bis zum nächsten Mal live oder vielleicht wieder in dieser Form. Zum Schluss jetzt Isle of Orleans. Thank you.
Sir Monsieur Kipagel. Und wir schnurren jetzt nicht mehr und spielen zu Monsieur Kipagel. Oh,